So, nachdem ich den ersten Schock von gestern verdaut habe, der Nahrungsmittelselektion für Männlein und Weiblein bei den Termiten. Ja, da erklärt sich vielleicht auch manchmal, wenn man so sagt, boah, das Essen ist für den Arsch, ne? Oder in dem Fall, egal. Ich will es gar nicht weiter vertiefen. Man sieht, das ist vollkommener Kommunismus. Der Kommunismus des Schlundes und der Eingeweide, der bis zum Kollektivismus des Kotfressens getrieben wird. Nichts geht verloren in dieser düsteren und blühenden Republik, in der sich in wirtschaftlicher Hinsicht das schmutzige Ideal verwirklicht, das uns die Natur darzubieten scheint. Wenn jemand die Haut wechselt, wird sein abgelegtes Kleid sofort verschlungen. Wenn jemand stirbt, Arbeiter, König, Königin oder Krieger, wird sein Leichnam im selben Augenblick von den Überlebenden verzehrt. Abfälle gibt es nicht. Das Aufräumen geschieht automatisch und ist immer zweckdienlich. Alles ist verwendbar. Nichts bleibt liegen. Alles ist essbar. Alles ist Zellulose. Und die Exkremente werden fast unbegrenzt immer wieder ausgenutzt. Das Exkrement ist übrigens, wenn man so sagen kann, der Urstoff aller Industrie. Mit Einschluss der Ernährungsindustrie, wie wir eben gesehen haben. Ihre Galerien zum Beispiel sind von innen mit der größten Sorgfalt geglättet und gefirnisst, und der dazu benutzte Firnis besteht ausschließlich aus Kot. Handelt es sich darum, eine Röhre herzustellen, einen Laufgraben zu stützen, Zellen und Kammern zu errichten, königliche Gemächer zu erbauen, eine Bresche auszubessern, eine Ritze zu verschließen, die durch einen Luftzug und einen Lichtstreif das Entsetzen aller Entsetzen dringen könnte, immer greifen sie zu den Residuen ihrer Verdauung. Man sollte meinen, sie seien vor allem überragende Chemiker, deren wissenschaftlicher Geist jedes Vorurteil, jeden Widerwillen überwunden hat, die zu der abgeklärten Überzeugung gelangt sind, dass in der Natur nichts abstoßend sei und dass sich alles auf eine einfache, chemische, indifferente, saubere und reine Körper zurückführen lässt. Vermöge der überraschenden Fähigkeit, den Körpern zu befehlen und sie je nach den Aufgaben, Bedürfnissen und Umständen umzuformen, teilen sich die Arbeiter in zwei Klassen, die Großen und die Kleinen. Die großen Arbeiter mit mächtigeren Kiefern ausgerüstet, die sich wie Scherenklingen kreuzen, ziehen auf den bedeckten Wegen weit hinaus, um Holz und andere harte Stoffe zum Zweck der Verproviantierung zu zerkleinern. Die zahlreichen Kleinen bleiben zu Hause und widmen sich den Eiern, den Larven, den Nymphen, der Ernährung der ausgebildeten Insekten, des Königs und der Königin, den Vorratskammern und allen Pflichten des Haushalts. Die Soldaten. Nach den Arbeitern kommen die Krieger, Männchen oder Weibchen, deren Geschlecht gleichfalls zum Opfer gebracht worden ist und die auch blind und flügellos sind. Hier tritt uns unmittelbar entgegen, was wir unter Intellekt, Instinkt, Schöpferkraft, Genie der Rasse oder der Natur oder wie man es sonst noch nennen vermag, verstehen. Wie ich schon sagte, gibt es an sich kein Wesen, das stiefmütterlicher behandelt wäre als die Termite. Sie hat keine Waffen zum Angriff oder zur Verteidigung. Ihr weicher Leib könnte von einem Kinderfinger zerdrückt werden. Sie besitzt lediglich ein Werkzeug für niedrigere und rastlose Arbeit. Greift die kümmerlichste Ameise sie an, so ist sie von vornherein besiegt. Augenlos, fast kriechend, mit kleinen Kauwerkzeugen, die wohl dazu taugen, Holz zu Pulver zu stoßen, aber nicht fähig sind, nach dem Gegner zu schnappen, ist sie, wenn sie in ihre Höhle verlässt, verloren, noch ehe sie die Schwelle überschritten hat. Und in dieser Höhle und dieser Höhle, ihr Vaterland, ihre Stadt und ihr einziges Hab und Gut, ihr Ein und Alles, ihre wahre Seele, die Seele ihrer Massen ist, diese Allerheiligste ihres ganzen Seins, das hermeneutischer verschlossen ist als ein Steinkrug oder ein granitener Obelisk, muss sie, einem uralten, unerbittlichen Gesetz folgend, zu bestimmten Zeiten des Jahres nach allen Seiten hin öffnen, umgeben von Tausenden von Feinden, die auf diese tragische Regelmäßigkeit wiederkehrende Minuten lauern, in denen all ihr Habe, ihre Gegenwart und ihre Zukunft der Vernichtung preisgegeben sind. Hat sie es verstanden,
seit undenklichen Zeiten das zu tun, was der Mensch ebenso stiefmütterlich bedacht wie sie nach langen Jahrtausenden der drängenden Angst und des Elendes getan hat. Ganz aus sich heraus hat sie sich Waffen geschaffen, die für ihre normalen Feinde, die Feinde gleicher Ordnung, unbesiegbar sind. In der Tat gibt es kein Tier, welches das Termitennest anbohren oder erobern könnte. Und nur durch Überrumpelung gelingt es der Ameise, sich darin festzusetzen. Nur der Mensch, der zuletzt Gekommene, der erst gestern Geborene, den sie nicht kannte, gegen den sie sich noch nicht vorsehen konnte, kann ihr mit Hilfe von Pulver, Hacke und Säge beikommen. Ihre Waffen hat sie nicht wie in der Außenwelt entliehen. Sie hat es besser gemacht und uns dadurch bewiesen, dass sie den Lebensquellen näher steht als wir. Sie hat sie im eigenen Körper geschmiedet, hat sie aus sich selbst genommen, indem sie durch ein Wunder ihrer Einbildungskraft und ihres Willens oder dank irgendeinem geheimen Einverständnis mit der Weltseele oder der Kenntnis geheimnisvoller biologischer Gesetze, von denen wir erst eine sehr unbestimmte Vorstellung haben, ihr Heldentum sozusagen materialisiert hat. Denn eins steht fest, in diesem Punkt, wie in einigen anderen, weiß die Termite mehr als wir. Und der Wille, der bei uns nie das Bewusstsein hinter sich lässt und nur den Gedanken befiehlt, erstreckt sich bei ihr auf alle dunklen Regionen, in denen die Organe des Lebens wirken und sich formieren. Aus Eiern, die ganz denen gleichen, aus welchen die Arbeiter kommen, man sieht auch im Mikroskop keinen Unterschied, hat sie also zur Verteidigung ihrer Festung ein Geschlecht von Ungeheuern schlüpfen lassen, die einem wüsten Traum zu entstammen scheinen und an die fantastischen Teufeleien von Hieronymus Bosch, Höllenbreugel oder Kajot erinnern. Der mit einem Chitinpanzer umgebene Kopf hat eine phänomenal beängstigende Ausdehnung angenommen und trägt Kiefer, die umfangreicher sind als der gesamte übrige Körper. Das ganze Insekt besteht nur aus einem Hornschild und einer von mächtigen Muskeln bewegten Zangenschere, ähnlich derjenigen der Hummern, und diese Zangen, hart wie Stahl, sind so schwer, so außer jedem Verhältnis, dass der unter dieser Last fast zusammenbrechende Soldat unfähig wird zu essen und von den Arbeitern gepäppelt werden muss. Manchmal findet man in demselben Termitennest zwei Arten von Soldaten, die einen von großer, die anderen von kleiner Gestalt, obwohl beide ausgewachsen sind. Der Zweck dieser kleinen Soldaten ist noch nicht recht klar, dass sie bei Alarm ebenso rasch die Flucht ergreifen wie die Arbeiter. Sie scheinen mit der inneren Polizei beauftragt zu sein. Bei einigen Arten gibt es sogar drei Kriegertypen. Eine Termitenfamilie, die Eutermes, hat Soldaten, die noch fantastischer aussehen. Man nennt sie Nasenträger, Nasenhörner, Rüsseltermiten oder Spritzentermiten. Sie haben keine Kiefer und anstelle des Kopfes einen riesengroßen, wunderlichen Apparat, genau wie die Gummispritzen beim Apotheker, der ebenso umfangreich ist wie der ganze Körper. Mit Hilfe dieser Spritze oder Gnickampulle spritzen sie aufs Geratewohl, denn sie sind ja ohne Augen. 2 Zentimeter weit eine klebrige Flüssigkeit auf den Gegner, die eine lähmende Wirkung hat und von der Ameise, dem 1000-jährigen Erbfeind, viel mehr gefürchtet wird als der Kiefer der anderen Soldaten. Diese vervollkommnete Waffe, eine Art tragbare Artillerie, ist den anderen so überlegen, dass sie es einer dieser Termiten, Eutermes monoceros, ermöglicht, trotz ihrer Blindheit Expeditionen im Freien und nächtliche Ausgänge in Massen zu unternehmen, um am Stamme des Kokosbaumes Flechten zu sammeln, die für sie ein Leckerbissen sind. Eine merkwürdige Blitzlichtaufnahme, die E. Bourguignon auf der Insel Ceylon gemacht hat, zeigt uns das Heer auf dem Marsche, wie es mehrere Stunden lang wie ein Bach dahinfließt, zwischen 2 gerade ausgerichteten Spalieren von Soldaten, die ihre Spritze nach außen kehren, um die Ameisen damit im Schach zu halten. Sehr selten sind die Termiten, die dem Tageslicht zu trotzen wagen. Man kennt als solche wohl nur den Hodotermes havilandi und den Termes viator oder viarum. Ausnahmsweise haben sie nicht wie die anderen das Gelübde der Blindheit abgelegt. Sie haben Facettenaugen und unter dem Schutz der Soldaten, von denen sie überwacht und gelenkt werden, holen sie ihre Vorräte im Dschungel und marschieren militärisch in Reihen zu 12 oder 15 Mann. Manchmal,
ersteigt einer der flankierenden Soldaten eine Erhöhung, um die Umgebung auszukundschaften, und lässt dann ein Pfeifen hören, auf das die ganze Truppe ihren Schritt beschleunigt antwortet. Dieses Pfeifen zeigte Messman, der sie zuerst entdeckte, ihre Gegenwart an. Hier, ebenso wie im vorherigen Beispiel, dauerte der Vorbeimarsch der unzähligen Truppen 5 bis 6 Stunden.